Ja, hier spricht Tigron, der Bassist von der Band Angot. Ihr hört What's Metal? Bang Your Head. Okay, wir machen jetzt ein Interview mit Angot. Wir haben Tigron hier am Telefon. Gib uns doch erstmal so einen kleinen Überblick über eure bisherigen Veröffentlichungen und erzähl mal ein bisschen was zu eurer Bandgeschichte. Ja, also die Band wurde gegründet Ende 91 mit der Intention, eigentlich alle Bands im Thrash-Sektor, Sodom, Creator, Destruction, also hauptsächlich die deutschen Bands, den Wurzeln von diesen Bands zu stapfen. Weil wir der Meinung waren, dass viel zu wenige Bands diesen Stil noch spielen und die meisten dieser Bands eigentlich ausgewimmt sind später. Dann im November 92 haben wir unsere erste offizielle Veröffentlichung gehabt. Das war das Magicus Dalis Damnatio Rehearsal Demo, welches 5 Songs beinhaltete. Später durch dieses Tape haben wir dann eben großen Zulauf bekommen, wodurch dann das holländische Label Heretic Subramis Brotherhood Records auf uns aufmerksam wurde und uns einen Deal über eine Platte offerierte. Die Platte wurde dann im Juli 1993 aufgenommen und beinhaltet 9 Songs. Der Titel der Platte ist Circle of the Seven Infernal Pacts und wurde in einer Auflage von 500 LPs veröffentlicht. Und da die LPs eben sehr schnell ausverkauft waren, entschlossen wir uns dazu, sie auch noch auf CD rauszubringen. Und da bot sich unser Kumpel von Merciless Records an, der Folge, diese eben zu tun. Es startete dann Mitte 94. Dann kamen wieder jede Menge Liner-Probleme, Schlagzeuger weg, Gitarrist weg, alles Mögliche. Dann habe ich zusammen mit unseren Gitarristen 2 Lieder aufgenommen, Renaissance of the Dark Arcade und Ian of Sunless Dominion. Diese wurden dann später auf ein Split-EP mit Kabal und auf ein anderes Split-EP mit Desaster veröffentlicht. Da war eigentlich zur lange Zeit Funkstille bei uns, bis wir dann endlich wieder eine Schlagzeuger gefunden haben und einen neuen Gitarristen, der ist Martin. Mit denen haben wir dann ein Jahr lang geprobt. Da kam dann die Mini-CD Conquering What Once Was Ours zustande. Nach der Mini-CD hat er die Band wieder verlassen, da er eigentlich zu gut für uns war. Also da haben wir doch recht simpel zu Gange gehen. Er war zu technisch, dann hat er die Band verlassen und ist zu Kabal abgewandert. Ja, momentan haben wir jetzt wieder einen neuen Gitarristen, der heißt Kelly. Und mit dem sind wir jetzt kräftig am Proben und werden jetzt demnächst ein Lied aufnehmen, das heißt Phallus Cult. Das kommt auf eine Split-Picture-EP mit Impending Doom aus Deutschland. Wird auch von Merciless Records veröffentlicht. Das war eigentlich so das Wichtigste. Bei euren ganzen Split-Singles, die ihr jetzt dann mittlerweile veröffentlicht habt, ja, wäre es eigentlich an der Zeit, mal wieder eine LP aufzunehmen? Ja, wir sind jetzt momentan dabei, also Lieder zu komponieren. Das war halt eben durch die vielen Line-Up-Probleme und dann haben wir zwischenzeitlich auch noch einen Proberaum verloren gehabt, mussten also selber einen neuen aufbauen und so, alles. Aber wir sind jetzt dabei, wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr noch eine komplette CD aufnehmen. Wer ist denn jetzt letztendlich Sänger bei euch? Das Bonnie, der ist auf der Mini-CD zu hören war. Ist jetzt definitiv also fester Sänger bei uns. Mhm. Aber seine eigentliche Band Kabal ist ja trotzdem noch dabei. Also da spielt er auch noch Gitarre dort. Ja. Also mit Kabal, Disaster und Impending Doom habt ihr also auch freundschaftliche Beziehungen oder wie seid ihr an die rangekommen für die Split-Singles? Ja, also mit Kabal haben wir so freundschaftliche Beziehungen und dann mit Disaster eigentlich auch. Da war es aber mehr so, also wir haben noch eine Band gesucht. Wir wollten unbedingt eine deutsche Band noch für Split-EP. Dann hat sich halt Disaster angeboten. Da die auch musikalischer Ebene auf unserer Ebene eben liegen. Und mit dem Panic Doom ist es ähnlich, also die sind gut befreundet und so mit uns. Dann haben wir gesagt, wir geben denen eine Chance, machen mit uns ein Split-EP, weil sich halt Vinyl doch besser verkauft als vielleicht der Demo oder so. Von den Scheiben, die ihr bis jetzt rausgebracht habt, gibt es glaube ich gar keine Texte, zumindest habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Wovon handeln die denn und warum werden die nicht mit veröffentlicht? Ja, bei der ersten CD war es halt so, das musste ruckzuck gehen, dann haben wir gesagt, wir lassen die Texte weg. Also wir wollen mir niemanden etwas vorpredigen. Und zwar, also erst von der ersten CD, von den Texten kann ich eigentlich nicht viel erzählen, weil die hauptsächlich von unseren alten Sängern und unseren alten Gitarristen geschrieben worden sind. Ging es halt um okkulte Themen und hauptsächlich Persönliches. So. Das war der neuen Mini-CD, da war ich eigentlich nicht so zufrieden mit der Art, wie es geschrieben worden ist, die Texte. Und mein Englisch halt doch nicht das Beste ist und so, und haben halt gedacht, wir lassen es lieber weg. Textlich geht es halt hauptsächlich bei der neuen Mini-CD darum, dass der Mensch sich nicht vor Göttern beugen muss. Weil er eigentlich, wenn er seine eigenen Kräfte
weiß einzusetzen, er selbst zum Gott wird. Das ist eigentlich das Hauptthema der Mini-CD. Es gibt dieses Beiblatt zu dieser Single, die ihr mit Kabal aufgenommen habt. Und dort ist nochmal extra erwähnt, dass ihr keine religiösen Zirkel und andere Organisationen, die das menschliche Denken und so weiter unterdrücken, unterstützen wollt. Wieso hebt ihr das so hervor und was war jetzt der Ausschlag dafür, dass ihr das dann nochmal beigeschrieben habt? Ja, weil es gerade eben da die Zeit war, wo man viel gehört von Mafias und okkulte Zirkel und bla bla bla. Und jeder hat uns eigentlich da immer gefragt, ja, seid ihr da dabei und da dabei? Und eben weil unser erster LP bei Heretic Sublimist Brother und rausgekommen ist, hat jeder gedacht, wir sind irgendwie mit denen verbandelt oder was. Aber es ist im Prinzip keine Organisation. Das ist eigentlich bloß ein Name von, das machen zwei Typen, von Order from Chaos jemand und dann von der Ex-Special Summoning-Sänger. Deswegen haben wir das extra dann eingeschrieben, weil das langweilt mit der Zeit, wenn jeder immer fragt, seid ihr da dabei und da dabei und da dabei und deswegen haben wir das nochmal geschrieben dann. Ja, die Musik, die ihr macht, ja, ist ja nicht der typische Black-Metal-Sound, den man von euch geboten bekommt. Wie würdest du denn jemanden euren Stil beschreiben, der die Band gar nicht kennt? Ja, ich würde eine, das ist immer schwer zu sagen, also als alten Black-Trash-Death-Heavy-Metal, also wir haben eigentlich von allen etwas dabei, also schwer zu sagen immer. Also simpel auf jeden Fall, simpel aber effektiv. Und pure Metal, also ohne Keyboards, ohne Synthesizer und Krämpfe und so ich dabei. Also es ist schwer zu sagen, das jemand zu erklären. Also kompromisslos auf jeden Fall, wir ziehen unser Ding durch. Fertig. Bei eurem Bekanntheitsgrad lässt sich von der Musik natürlich nicht leben. So viel verkauft ihr wohl nicht. Ist das denn für dich ein erstrebenswertes Ziel? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben alle unseren Beruf. Das ist eigentlich mehr für uns, um unsere, weil wir sind alle selbst bloß Metal-Fans. Und das ist, denke ich, der Traum jedes Metal-Fans, irgendwann eine Band zu haben. Das ist es eigentlich. Also es ist schön, wenn wir nebenbei ab und zu mal ein paar Mark verdienen, aber darum geht es eigentlich nicht. Wenn wir echt Kohle verdienen wollen, dann müssten wir mit Sicherheit andere Musik spielen. Hm. Ja, wie verdienst du deinen Lebensunterhalt denn? Ja, ich bin vom Beruf Elektroinstallateur und so verdiene ich halt mein Geld. Ja, zum Black Metal oder zumindest von Fotos, die ich von euch gesehen habe, da gehört ja auch diese typische Gesichtsbemalung zu. Ist sie für euch zwingend notwendig? Ich meine, das Foto, was ich gesehen habe, ist ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell aussieht. Naja, also wir haben jetzt schon vor circa knapp eineinhalb Jahre, zwei Jahre fast, die Anmalerei also weggelassen komplett. Weil es in der Zwischenzeit echt lächerlich ist und langweilig, wenn du die Magazine aufschlägst. Alle Bands schauen gleich aus, also es ist keine Identität da. Also wir präsentieren uns jetzt eigentlich als normale Metalband. Und wir haben das am Anfang gemacht, wir haben das ganz von Anfang an schon gemacht, also wie wir die Band schon gegründet haben. 91, ja. Aber das ist inzwischen halt echt lächerlich geworden und wir lassen das auch, als viel echt bloß Show ist, weil da kommen halt 15, 16-jährige Bübchen an und mit ihren Milchgesichtern und denken halt, dass sie jetzt sich durch die Farbe irgendwie, was weiß ich, Erwachsener wirken vielleicht oder böse. Ja, was hältst du denn allgemein von der deutschen Szene, von der Underground-Szene? Welche Bands hältst du denn für besonders erwähnenswert? Ja, also als erstes war so Desaster. Luna Aurora sind sehr gut. Dann Drowned aus Berlin. Dann Impending Doom. Naja, das waren jetzt auch die Black Bands mehr so. Dann eigentlich noch Kabal und Blood und so sind auch recht gut. Also wir haben schon einige gute Bands. Also insgesamt so jetzt, was da teilweise rauskommt, so an Demo-mäßigen, so ist eigentlich 90% bloß Schrott. Vor allem, weil halt viel Bargan-Gelumbe rauskommt, wo dann irgendwie ein Black-Metal-Image aufgebaut wird. Aber trotzdem nennen sie Bargan-Black-Metal und ich sehe keinen Sinn, was Bargan und Black miteinander zu tun hat und so. Das ist das, was mich eigentlich am meisten stört. So. Und vor allem, dass die ganzen Bands in Deutschland mehr durch Image und große faschistische Sprüche und bla 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 Aufmerksamkeit erregen als durch die Musik. Und vor allem, wie wir damals unsere Demo rausgebracht haben, haben wir ca. 150 Stück verkauft. Und davor waren vielleicht höchstens 30, 40 in Deutschland. Und der Rest war alles im Ausland. Und jetzt auf einmal ist jeder, hat seine Band schon 91 gegründet, konnte bloß vorher nichts rausbringen, sondern erst 95, welche Liner-Probleme und bla bla bla. Also irgendwie ist das Ganze lächerlich in Deutschland. Hm.
Was steckst du denn zeitlich so in die Band für, was weiß ich, Business-Kram und Proben und so? Ja, es sind so im Durchschnitt so 2 Stunden am Tag, so Briefe beantworten und so. Fanpost bekommt ihr also auch? Ja, genug. Ja. So. Kann man sich dann auch live mal von euren Qualitäten überzeugen? Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall geplant, nach der nächsten CD-Aufnahme live zu spielen auch. Das Problem ist bei uns, dass unser Schlagzeuger in 3 Schichten arbeitet, also wir können praktisch bloß jede 3. Woche Probe. Und wenn, dann wollen wir auch alle Lieder spielen und nicht bloß neue dann, und es dauert halt. Und das Wichtige ist halt jetzt für uns erst einmal neue Lieder wieder zu machen, dass wir wieder eine CD ausnahmen und dann spielen wir auf jeden Fall live. Aber nicht überall und nicht jedes Wochenende oder so. Also eine richtige Tour kommt für euch nicht in Frage? Naja, auf jeden Fall nicht. Das geht auch beruflich nicht, weil das ist einfach problematisch, weil sicherlich keiner von uns Urlaub kriegt dann und so. Und vor allem finde ich lieber bloß ab und zu mal und richtig als da und so, und dann vielleicht wird es dann langweilig für die Leute. Was wären denn deine Lieblingsbands, mit denen du am liebsten spielen würdest? Ja, auf jeden Fall Disaster schon mal. Jetzt speziell, also Underground und dann Slayer auf jeden Fall. Slayer und Pentacle aus Holland, Inquisitor aus Holland, Asphyx. Also gibt es einige. Also hauptsächlich pure Metal-Bands halt, die eigentlich originell sind und ihren eigenen Stil haben und nicht so das Skandinavische, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Unsere Sendung, die heißt What's Metal, und wir stellen eigentlich jedem Interviewpartner die Frage, ja, What's Metal, was bedeutet Metal für dich? Revolution, lange Haare, Saufen, Freiheit, das ist es eigentlich. Also gegen das System, irgendwie ist Metal eine Rebellion, weiß nicht, also sowas früher immer, ist so irgendwo aufgetaucht als Metal-Fan, immer blöd angeschaut worden. Und das ist halt so auch das Problem, dass das viel zu viel akzeptiert wird überall. Also ich meine, viele sind ja vielleicht anderer Meinung, wir wollen immer, dass die Metal-Fans akzeptiert werden. Also ich will das eigentlich nicht. Wir waren schon immer Außenseite. Und ich glaube, Metal-Fans werden auch immer im Prinzip Außenseite bleiben. So soll das sein. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas loswerden an unsere Hörer? Wolltest du noch irgendeinen Kommentar abgeben? Ja, das... Viele schreiben uns, also ich krieg jede Menge Post, und vielleicht wäre es ab und zu mal schlecht, wenn die Leute mal Rückbau damit reinlegen würden, da ich jetzt eigene Wohnung habe und alles, und es wird echt knapp, wenn man sein ganzes Geld bloß für Bau braucht. Und dass viele sich vielleicht mal selbst Gedanken machen sollten und nicht bloß der Bands, ihre Fave-Bands aus Norwegen hinterher babbeln sollten.